Na Leute, alles senkrecht, willkommen wieder zurück zu Link's Awakening DX und ja, uns begleitet tatsächlich ein blauer Gockel. Den haben wir nämlich im letzten Part wiederbelebt mit dem Krötenrap, weil es hat sich herausgestellt, unterhalb der Wetterhahnstatue in Möwendorf befand sich einfach mal eine geheime Höhle, da lag das Skelett von dem Vieh rum und auf einmal wurde das ganze Tier wieder zum Leben erweckt und wir haben dank seiner Hilfe auch endlich den Adlerschlüssel gefunden, den ihr da rechts sehen könnt. Und den brauche ich ja, um Dungeon Nummer 7 zu öffnen. Das ist nämlich die Adlerfessung. Das hat uns die Eule auch schon erzählt. Und jetzt ergibt es auch wieder Sinn, warum hier zwei Steine sind. Ich kann mich ja hier mit dem Enterhaken einfach rüberziehen. So. Und dann kann ich einfach hier runterjumpen. Und jetzt bin ich endlich mal hier an dieser Stelle, wo ich bislang noch nicht hin konnte. Und mal sehen, was hier noch drin ist. Mal aufsprengen. So. Und bam. Oh cool, wieder eine Feenquelle. Lass mich deine Wunden heilen, entspann dich und schließ die Augen. Ja, warum nicht? 4 Herzen waren eh schon leer. Dankeschön. Sehr nett. Du bist nicht so nett, also stirbst du. So, und jetzt geht's hier mal weiter, Leute. Ich glaube, das ist jetzt endlich der Weg, der mich in den Dungeon führt. Weil hier bin ich nämlich noch nie gewesen. Ja, das sieht gut aus, Leute. Das sieht sehr gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ja, Leute, wir sind endlich da. Das hier ist die Adlerfestung. Das ist ein riesiger Turm. Aber wir müssen erstmal den Eingang freilegen. Also Kraft einmal Level 2, bitte. Weg. Weg. Und jetzt Achtung. Das ist ja auch geil, wir haben einfach mal den Turm gedreht. Und Leute, es geht ab in Dungeon Nummer 7. Das heißt, dich brauche ich eigentlich nicht mehr. Level 7 Adlerfestung. Na, ich bin gespannt, wie schlimm dieser Dungeon werden wird. Der 6. Dungeon war schon richtig übel. Fand ich zumindest. Oh, nenne ich schon wieder. Schon wieder so ein blöder Pyromagus. Hier, friss. Ha, mit Krüge kann man den wenigstens auch töten. Okay, hier komme ich schon mal nicht weit, das ist falsch. Gut, gehen wir halt nach rechts. Aber irgendwie eine etwas eigenartige Musik, so ein bisschen creepy. Okay, und Mumien gibt es jetzt hier also auch schon. Oh, und vor allem, das sieht nämlich aus wie 4 Stockwerke von der Adlerfestung. Das ist ja ein großer Turm. Somit sehr, sehr groß. Und, ah, gleich mal einen Schlüssel bekommen, super. Aber was hab ich davon? Ich mach die Tür jetzt mal auf. Und geh die Treppe rauf. So, die Tür kann ich nicht bekommen, schade. Was soll das denn hier? Was ist das denn? Kann ich das nehmen? Ah, das kann ich nehmen. Schade, ich habe leider noch keinen Dingsbums dabei. Keinen Steinschnabel, meine ich. Naja, vielleicht später irgendwann. Ah, aber ich glaube... Ja, Leute, ich glaube, ich weiß sogar schon, wofür diese Eisenkugel da ist. Und... Ach nö, nicht schon wieder diese blöden, dämlichen Schachfiguren. Die muss man ja genau so werfen, dass sie sich aufstellen. Ja, so, und das andere halt auch nochmal. Ja, und die Karte. Sehr gut, aber leider ist der Block noch oben. Das ist noch weiter... Also nee, es geht ja nicht rauf. Die Treppe ist ja, dass wir sie wieder runterführen. Ja, die Adlerfestung, nicht ganz so dermaßen viele Räume dafür, aber auf 4 Etagen verteilt. Ich wette, ganz oben ist sicher der Boss. Was anderes ergibt keinen Sinn. Aber was ich mich erinnern kann, mit dieser Eisenkugel kann ich was Cooles machen. Problem ist nur, das ist ein bisschen problematisch. Ich probiere das jetzt gleich mal. Die kann man nämlich, glaube ich, wirklich mitnehmen und gegen diese Säulen werfen, die damit zerstören. Ja, toll. Oder auch nicht. Egal, lassen wir das mal, obwohl, nee. Ich komme jetzt sonst nicht weiter. Es muss doch irgendwie
müsste das doch gehen. Ah, vielleicht, wartet mal. Was ist, wenn ich das Ding einfach... So, schnell. Schnell, 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 schnell. Nein! Nein! Mann, scheiße, wieso geht denn das nicht? Ich bin doch da vorhin auch durchgekommen. Willst du mich verarschen? Ha, so. Jetzt Achtung, ich werf das Ding jetzt mit voller Wucht hier dagegen. Achtung, los! Ja, ich habe gerade die Säule kaputt gemacht. Richtig krass. So, mitnehmen. Das muss man, glaube ich, in diesem Dungeon auch mehrmals machen. So, blöd nur, ich kann die Eisenkugel gerade gar nicht über die Treppe mitnehmen. Das geht also nicht. Na gut, dann lasse ich sie wieder hier liegen. So, bitte. Aber wieso kann ich eigentlich hier das nicht erreichen? Verschieben geht nicht. Nö, das geht also nicht. Mal sehen, wie verwirrend dieser Dungeon wieder werden wird. Bestimmt wieder sehr verwirrend und sehr schmerzhaft, wie man sieht. Und die Musik ist irgendwie, ja, bisschen unheimlich. Was seht ihr hier? Wieso? Ich komme hier gar nicht weiter. Was soll der Quatsch? Ist das dubios? Kann ich hier eine Bombe legen? Das sieht so komisch aus. Hier. Nö, tut sich nichts. Es tüte sich nichts. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon nicht mehr weiterkomme. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Aber ich komme hier nicht weiter. Finde ich gerade echt seltsam, warum das nicht geht. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, dass ich da rankomme. An diese Kugel da, dann würden sich nämlich die ganzen Blöcke senken. Aber das geht nur, wenn ich von unten komme, ne? Hier, ne? Das ist Level 7 Adlerfestung. Und links drüben die letzten Fälle, die da noch fehlen. Da ist dann Dungeon Nummer 8. Hm, also von unten... Das ist alles im Moment nicht möglich. Vor allem blöd, dass ich noch keinen Steinschnabel habe. Finde ich richtig blöd. Warte mal, kann ich da eigentlich, kann ich ihn so... Ha, verarscht! Geht ja doch weiter, hier ist nämlich nochmal so eine Säule. Ha, endlich, zack! Endlich sind die Blöcke hier weg. Das bedeutet, so gesehen kann ich die Eisenkugel jetzt doch mitnehmen. Und dann gegen die zweite Säule smashen. Bin nur gespannt, wann ich den Steinschnabel finde, was mir die Statue überhaupt sagen will, ob das wichtig ist. So, hier einfach nach unten. Und wieder volle Möhre in die Fressröhre. Zack! Alles klar. Also, hier komme ich ja nicht weiter. Und hier? Ah, ihr seht jetzt, jetzt kann ich hier. Hm, okay, bleib mal da. Was bist denn du für ein komisches Vieh? Sieht ja auch komisch aus. Mhm. Das war Blödsinn gerade, da komme ich immer gar nicht hin. Das ist jetzt etwas seltsam. Okay, Moment. Zack, so, jetzt sind die oben, die sind unten, dann gehe ich halt mal hier oben lang. Das ist immer ganz schön eigenartig aufgebaut. Ich
wieder Gummas und... Was sind das für komische... Wow! Oh mein Gott, das ist Kirby, Leute! Das Vieh sieht aus wie Kirby. Das ist zumindest so, dass eine Anspielung drauf, damit das auch Sachen einsaugen kann. Und... Ah, endlich der Steinschnabel. Super. Den habe ich jetzt also endlich mal. Und was bitte soll das jetzt hier? Ganz tiefer Abgrund. Was ist, wenn ich da runterspringe? Da sterbe ich sicher, oder? Jupp. Na, ich dachte, vielleicht lande ich eine Ebene tief, aber dem ist nicht so. Gut, dass da unten ist alles blockiert. Was ist, wenn ich... Wenn ich da lang laufe? Kann ich aber mal ausprobieren. Achso, nee, geht ja gar nicht. Mensch, geht ja gar nicht. Egal, jetzt gehe ich nochmal rauf und höre mir an, was die Eulenstatue zu sagen hat. Will das... Ah, und vor allem jetzt komme ich endlich... Ja! Mit dem Spiegelschild kannst du nun die Strahlen blocken und zurückfeuern. Leute, ich habe gerade so eben einfach mal so den Dungeon-Gegenstand schon gefunden. Der war die ganze Zeit hier, ohne dass ich noch einen Zwischenboss besiegen musste, Leute. Richtig geil hier. Level 2 Schild sieht eigentlich so ähnlich aus. Ist aber eben der Spiegelschild. Wie geil ist das denn bitte? Das ist mal endgeil. Und okay, das ist jetzt nicht so cool. Da brauche ich einen kleinen Schlüssel, den ich nicht habe. Oh, ist das geil. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Spiegelschild einfach mal hier ist. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Kann ich da irgendwas verschieben? Nee. Okay, kleinen Moment. Machen wir das einfach mit dem Boomerang. Oh Leute, aber so geil. Jetzt haben wir endlich einmal einen Spiegelschild. So, was möchtest du mir sagen? Wenn die vier Säulen gefallen sind, ist das Rätsel gelöst. Ah, okay. Habe ich mir schon irgendwie gedacht. Weil, sonst kann man die ja nicht zerstören. Den Kompass hätte ich aber noch ganz gerne gefunden. Aua, fies. Zwei Säulen haben wir also schon zerstört, zwei fehlen sicher noch, aber wo sind die? Wo könnten die sein? Warte mal, kann ich eigentlich... Nö. Oh, verdammt. Ah, okay, gut, also falls man die Kugel verliert, kann man sie wenigstens einfach so mitnehmen. Aber blöd ist ich damit, warum kann ich damit keine Treppe runterlaufen? Das ist irgendwie... Irgendwie doch ziemlich dämlich, aber ich lasse die jetzt einfach mal hier. Vielleicht muss ich die eh hier mitnehmen. Die bleibt ja genau da, wo ich sie liegen lassen habe. Wo ich sie hingelegt habe. Und dann versuche ich noch einmal das dazu zu treffen. Also wisst ihr schon, den Schalter halt, dass ich das da nochmal... Achso, verdammt. Mann, jetzt bin ich wieder komplett falsch. Alles für den Arsch hier stirbt. Du bist schuld. Okay, der nächste Dungeon, der etwas verwirrend ist. Aber müssen sie halt sein. Sonst wäre es zu leicht. Aber die Räume sind relativ simpel angeordnet. Das ganze Erdgeschoss haben wir so gesehen schon erkundet. So, kann man dieses Vieh nicht auch mal eine Fee geben? Ja, komm her. So. Ah, Herzen wieder schön aufgefüllt. Ja, wie gesagt, die lasse ich jetzt trotzdem absichtlich mal hier liegen. Dann gehe ich nochmal hier hin. Alt, Mann! Ich hatte wieder die Fee. Was war... Leute, was habe ich jetzt gerade gemacht? Wie habe ich das denn jetzt gerade gemacht? Ich bin... Das ist immer geil. Ich bin auf einmal hier auf den Blöcken drauf. Okay, da will ich jetzt aber mal nicht runterfallen. So. Sehr gut. Damit habe ich jetzt... Oh, Moment, hier ist ja noch eine Eule. Gar nicht gesehen vorhin. Springst du vom oberen Stockwerk herunter, kommst du zur Truhe. Okay, alles klar. Aber wo soll ich da runterspringen? Von hier?
Oder von wo? Oder wie oder was? Oder wann oder wo? Achso, ne, jetzt komme ich hier wieder nicht hin. Moment. Hier war auch eine Säule. Die haben mich schon kaputt gemacht. War voll brutal, einfach mal so eine Eisenkugel dagegen smashen und schon... Passt das dann so? Moment. Wie ist das jetzt? Das ist hier unten. Ich habe nur leider keine Ahnung, wo die anderen zwei Säulen eigentlich sein sollen. So, na wenigstens kann ich jetzt die Eisenkugel wirklich wieder mitnehmen, und zwar noch hier unten. Was mir aber auch nichts bringt. Weil ich immer noch... Na ja, hier, der steinerne Schlüsselloch. You don't say. Aber wo zur Hölle kriege ich den jetzt her? Bestimmt ist der in der einen Truhe, wo die Eule eben gesagt hat, wenn du von oben runterspringst, kommst du zur Truhe. Aber von wo oben runter? Von wo? Ist hier eine Fake-Wand? Nein, hier unten. Auch nicht, wie es scheint. Nein. Egal, ich lasse die Eisenkugel jetzt wirklich mal hier. Ha! Das war das Rätsellösung und Leute, damit bin ich jetzt hier auf diesem Sims und komme an die Truhe mit dem kleinen Schlüssel. Na bitte, geht doch. So, wird ein Schuh draus. Jetzt muss ich nur wieder nach oben. Jetzt will ich aber noch wissen, was ist, wenn ich hier noch so weiter lang laufe. Ich laufe jetzt einfach mal den ganzen Außenrand mal so lang. Vielleicht... Ach so. Okay, ab hier geht's eh nicht mehr weiter. Na dann... Vergiss es. Schwupps. Das wäre damit wenigstens endlich mal geklärt. So. Auf. Und... So, die Kugel nehme ich mal wieder mit. Aha. Was soll das denn jetzt hier eigentlich? Achso, ich kann mit der... Ja, na klar, ich kann ja mit der einfach hier runterspringen, oder? Jupp, genau. So, dann bleibst du mal kurz hier. Oder nee. Ich kann hier keine Treppen gehen. Wie soll ich denn das machen? Jetzt bin ich gerade schon wieder ein bisschen verwirrt, Leute. Was das Spiel von mir will. Weil vielleicht, glaube ich, eher einfach so, dass wir von außen jetzt drumherum können. Ja, weil anders... Wie soll das anders gehen? Heps. Hups. Nein! Ah, egal. Ich krieg's ja eh wieder. Ist ja nicht so das Problem. Da ist sie doch schon wieder, ne? Ist jetzt nicht so schlimm. Ups. Ach so. Verdammt. Das ist verwirrend, Leute. Echt verwirrend. Gut, ich lasse dich mal da liegen. Ja. Man muss auch hier wieder sein Köpfchen anstrengen. Wenn man sonst nicht weiterkommt. Vor allem, wie oft man das da immer umschalten muss. Immer wieder muss das umgeswitcht werden. Zack. So. Es müssen die Blöcke genau dann unten sein, wenn ich mit der Eisenkugel da vorbei will. Aber das Dumme ist, jetzt komme ich hier wieder nicht hin. Außer ich lasse mich hier runterfallen. Dann lande ich ja auch ein Stockwerk weiter unten. Und da ist auch eine Kugel. Die brauche ich jetzt im Moment aber noch nicht. Was zum... Hey! Was war das denn gerade? Mich das Vieh einfach mal aufgesnackt. Ich glaube, ich spinne. Jetzt bin ich ja wieder hier. Mann! Wo muss ich hin? Achso, hier lang. Ja, Mensch. Schön ruhig bleiben. Ich glaube, jetzt klappt das hoffentlich endlich mal, wie ich mir das vorstelle. Genau. So, jetzt ist das hier unten. Jetzt kann ich mit der Eisenkugel hier mal weiter. Die lasse ich jetzt erstmal... Aua. So,
Warte, jetzt muss aber das wieder da sein, ne? Also von daher, Moment. Zack, so, hier kann ich ja drum rumlaufen, das geht ja. Jetzt kann ich die wieder mitnehmen und... Ja, endlich. So, und oh, das haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Gegner, die ja absolut das gleiche Symbol haben müssen. Und dafür gibt es da eine Truhe, aber leider komme ich da nicht hin. Und da ist noch meine Eule. Oh mein Gott, Leute, der Zwischenboss. Es ist schon wieder so ein komischer Typi. Und finde ich gerade richtig geil, ich kann ihn mit der Eisenkugel bewerfen. Und er ist schon tot. So, und diesmal kein Porter, aber ein kleiner Schlüssel. Und, aha, das ist wieder so eine One-Way-Tür. Da ist die Säule, Leute, aber da komme ich... Okay, was war das gerade? Ah, verdammt, nee, das kann ich nicht. Schade, schade. Wie soll das denn gehen? Da muss ich ja von unten kommen. Irgendwie von da drüben? Von hier? Also warte mal, dann werfe ich die mal... Ich werfe die wirklich mal dahin. Ups. So, die bleibt jetzt dort. Und ich selber... gehe... Das ist jetzt die Frage, wo gehe ich hin? Ich gehe mal die Treppe runter. Ach so, okay. Dann gehe ich durch die One-Way-Tür. Aha! Aha! Oh Gott, nicht schon wieder. Warum müsst ihr mich immer ärgern, ihr aggressiven Bodenfliesen? Was habe ich euch getan? Ich war nicht der Fliesenleger, der euch verlegt hat. Und der euch dadurch wütend gemacht hat. Ich war's nicht. Nein, ich ganz sicher nicht. Oh! Das war jetzt auch gerade richtig assi. Jetzt bin ich hier runtergefallen, obwohl ich das nicht wollte. Ich hasse diese Festung. Was ist denn nur hier los? Was ist denn hier los? Nö, sorry, das wollte ich gerade wirklich nicht, dass mich dieses Scheiß wieder einfach mal abdrängt. Bin ich gerade selber schuld? Na gut, Leute, aber jetzt wird es dann bald mal Zeit, wieder den Part zu beenden. So. Lass mich doch hier nicht verarschen. Nur wenn ich dieses eine Kackding da runtergedrängt habe, das fand ich ja mal richtig assi. Jetzt kann ich nämlich hier wieder lang. Und hier wieder runterspringen. Wieder machen, so. Ich mache schon wieder komische Geräusche. So, Mann. Seht ihr, jetzt komme ich wieder hier nicht. Also, ich sage jetzt, jedes Mal verbaut man sich irgendwie einen anderen Weg. Das ist doch voll für den Arsch. Jetzt muss man nämlich wieder hier runter. Genau. Und wieder hier. Und hier. Ich sage, man muss 100 Mal im Kreis laufen mit dieser Adlerfessel. Das ist doch furchtbar. Wem ist denn sowas eingefallen? Na, ich würde sagen, einem richtig fiesen Level-Designer ist das eingefallen. So, Moment. Wo geht's eigentlich hier hin? Aha, hier war ich ja auch noch gar nicht. Momentchen mal. Hier war ich noch nicht. Seht ihr? Da war ich überhaupt. Das ist ein neues Stockwerk, Leute. Ha! Mal sehen, ob ich hier was Cooles finde. Aber hier im Moment sicher wohl nicht, weil... Dann gehen wir nach oben. Hey, Typ, willst du zu mir? Okay, Jungs, kümmert euch um ihn. Oh Gott, das ist der richtige Zwischenboss, oder wie? Was ist das denn? Was seid ihr denn für welche? Ha, ist das alles? Mache dich jetzt auf etwas gefasst. Ach ja, auf was denn? Dass noch mehr von denen kommen, oder wie? Ich habe ja solche Angst. Was
Was für ein komischer Zwischenboss. Komm doch mal runter. Feigling. Trau dich doch mal. Du Miststück, du hast eben meine Brüder besiegt. Dafür wirst du bezahlen. Das schwöre ich dir. Okay, er hat sich gerade zurückgezogen, aber hier haben wir also endlich den Teleporter. Super. Und da haben wir wieder eine Möglichkeit, die Blöcke zu senken und zu heben. Na gut, Leute, jetzt würde ich aber dann wirklich gerne mal den Part beenden. Weil sonst wird es wieder zu lang. Na, hier hätte man super eine Fake-Wand machen können. Ist aber nicht so. Also, zack. Das ist ja mal echt ein eigenartiger Zwischenboss, den ich nicht mal selber besiegen konnte, sondern einfach seine Brüder, wie er gesagt hat. So, jetzt komme ich nämlich hier lang. Und... ach so, dafür ist das da. Na, ich verstehe schon, Moment mal. Das war gerade ein Fehler auf meinerseits. Hätte ich gar nicht machen dürfen. Das konnte ich doch nicht wissen. So, wieder zurückschalten, zack. Ich vergesse immer, dass ich auf diesen Blöcken noch eh laufen kann, meine Güte. Nein, nee, Leute, ich bleibe jetzt aber wirklich hier stehen, wo es den Teleporter gibt. Und im nächsten Part geht's weiter in der Adlerfestung. Vielleicht komme ich ja im nächsten Part schon zum Boss. Den Spielschild habe ich ja zum Glück schon. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.